Sie ist kalt. Ja, das hat Milch aus dem Kühlschrank nun mal so an sich. Du weißt, dass ich kalte Milch im Kaffee hasse. Es wird heute auch mal so gehen. Du willst mich wirklich aus dem Haus treiben? Es ist doch erstmal auf Zeit. Aber deshalb kannst du mir doch diesen letzten Wunsch erfüllen. Warme Milch als letzten Wunsch? Wir bleiben erstmal Freunde, ist wie unser Hund ist tot, aber du kannst ihn behalten. Oh, Prinzessin, du bist noch viel schöner, als ich dich in Erinnerung hatte. Habt ihr euch Sorgen gemacht? Ja, du hast uns wahnsinnig gefehlt. Ich habe dich gefragt, wo du gewesen bist. Uwe war so nett, mich mit in die Stadt zu nehmen. Und ich habe von mir aus. Wir haben Besuch. Mensch, hör doch mal auf. Wir haben Besuch und ich wünsche mir, dass die nächsten beiden Tage nett werden. Ja, dann gehe ich wohl besser nach oben. Sag mal, was machst du denn hier? Ich konnte doch nicht ahnen, dass ausgerechnet du ihre beste Freundin bist. Hör mal, Henrike? Entschuldige bitte mal, Henrike gibt's wirklich wie Sand am Meer. Ja, klar, dass du kennst natürlich mehrere. Hypochondris? Oh. Ah. Bin ich? 6 Wochen Gips, 8 Wochen Krücken. Und das nennst du dann einen Hypochonder? Ach, ich hätte dich erwürgen können damals. Weißt du, es ist wie immer im Leben. Man nimmt sich etwas vor und ist sich sicher. Und wenn dann der Tag der Entscheidung naht, dann schwindet schleichend. Man sagt mir ja nicht. Er hat einen Zahn verloren, das ist alles. Und wenn ich innere Verletzungen habe? Dann wärst du heute Morgen tot aufgewacht. Oh. Bist du gestürzt? Das müssen wir doch nicht jetzt besprechen. Ah, das ist dir wohl peinlich. Was? Dein feiner Herr Schwiegersohn hat mich gestern Abend niedergeschlagen. Hm? Oh, Bernhard! Ah. Wow! Ich denke, das wahre Leben findet im Alltag statt. Wer erzählt denn solch ein Blödsinn? Paris! Das ist ja eine tolle Idee! Wir fahren nach Paris! Jetzt muss ich nur schnell noch Elvira absagen. Nein!